Dankeschön, liebe Frau Wiesburg. Sehr geschätzte Damen und Herren, vor allen Dingen lieber Vorstand dieses Heimatvereins. Ich bin sehr stolz, dass wir als Deutsche Bildhilfstiftung hier als Schirmherrin auftreten dürfen für diese Veranstaltungsreihen, aber auch für die Ausstellung, die Sie hier im oberen Stockwerk sehen können. Ich habe Ihnen heute einen Vortrag mitgebracht, den ich natürlich erstmal beginnen möchte mit zwei Folien zur Deutschen Wittgenstiftung, falls Sie diese noch nicht kennen, bevor wir dann tatsächlich beim Wort einsteigen. Ich bin nicht seit 23 dort Vorstandsvorsitzender, sondern schon seit 21. Vielleicht höre ich 23 auf. Das ist eine Stiftung, die vom Hamburger Unternehmer Heimo G. Redwisch gegründet worden ist und hat zwei wesentliche Standorte. Zum einen Hamburg, dann für uns in Zentrale, aber auch in Berlin, unser Hauptstadtbüro, wo wir politische Arbeit und Naturbildung vor allen Dingen momentan machen. Und dann gibt es ein sehr wunderschönes Gut, was wir betreuen dürfen in Kebelshagen in der Uckermark mit 2600 Hektar Land- und Forstwirtschaft. Und wir versuchen, dass wir diese Bewirtschaftung unserer Kulturlandschaft wildtierfreundlich gestalten. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir natürlich auch im globalen Markt einfach schauen müssen, dass wir dort als Betrieb funktionieren und mithalten, was die Preise und die Ansprüche des Kunden angeht und natürlich auch hier versuchen, eine Gratwanderung hinzubekommen. Und ich hoffe, es funktioniert uns ganz gut. Und dann sind Mitarbeiter von uns an diversen anderen Projekten in Außenstellen tätig, zum Beispiel zum Feldhamster hier auch in Niedersachsen. Mein Kollege Dr. Söhring ist mit mir im Vorstand, wir haben 60 Mitarbeiter und wir versuchen uns abzugrenzen von anderen NGOs, indem wir nicht ideologiebasiert, sondern faktenbasiert, wissenschaftsbasiert, konstruktiv, lösungsorientiert unter Einbeziehung aller Partner, falls möglich und aller Beteiligten, falls notwendig, auch entsprechender Expertise weitergeben. Wir haben vier verschiedene Säulen. Wir versuchen, bedrohte Tierarten zu erhalten, diese zu schützen. Wir versuchen das auch indirekt über Lebensraumschutz. Wir haben insgesamt 7.500 Hektar mittlerweile, die wir als Wildnis, wo man wirklich nichts mehr machen sollte als Mensch, oder eben wie in Kebelshagen mit wilderfreundlicher Bewirtschaftung bewirtschaften. Wir haben sehr viele Aktivitäten im Bereich Konflikte lösen, da gehört der Wolf sicherlich auch dazu, denn die Interessen aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energiewirtschaft, Naturschutz sind ja oft nicht immer in die gleiche Richtung gehend. Und dann ganz wichtig für uns Naturbildung. Wir haben eine immer größere Naturentfremdung, vor allen Dingen in den urbanen Zentren Deutschlands und hier möchten wir versuchen, dass die Kinder und aber auch die Erwachsenen wieder Bezug bekommen zur Natur. Das machen wir durch naturpädagogische Ansätze, aber auch durch Förderung von Naturfilmen. Vielleicht hat einer oder die andere von Ihnen die Wiese gesehen. Das ist ein Kinofilm, der auch letztes Jahr sehr erfolgreich gelaufen ist, aber auch durch Forschungsförderung. Ein Thema, was für mich ganz interessant ist, weil ich so über die Forschungsförderung auch zur Stiftung gekommen bin, über den Forschungspreis. So viel zur Stiftung. Wir sind sehr froh, dass wir diese Schirmherrschaft übernommen haben. Wenn ich mir die Ausstellung anschaue und den Vortragsreihen, dann sehen wir auch, dass das Ganze ankommt, nämlich ein Thema, was Sie hier alle beschäftigt, aus den unterschiedlichsten Perspektiven einfach auch nicht zu verstecken, sondern offensiv zu diskutieren. Und auf die Diskussion nachher freue ich mich dann auch schon. So, der Wolf hält uns also alle in Atem. Warum? Er ist eben zurück in Europa. Das ist die neueste Karte, die es gibt, was nicht heißt, dass sie auch aktuell ist, weil sobald Karten fertig sind, sind sie wieder alt. Das kennen Sie ja bei so dynamischen Prozessen wie dem Wolf. Das hier ist also die Karte Europas, wo wir Wölfe momentan permanent finden. Das sind die dunkelgrünen Flecken und wo sie sporadisch auftreten, wo es also Einzelindividuen gibt, die noch nicht reproduzieren. Und dann gibt es hier natürlich hier so eine weiße Kante. Und das liegt nur daran, dass diese Länder mitmachen bei diesem Monitoring. Aber hier geht es dunkelgrün weiter. Der Wolf hat ja dann ein Verbreitungsgebiet bis rüber zur Bergenstraße. Ja, und dieses Bild, was wir hier sehen, ist eine Momentaufnahme. Und warum? Er ist eben zurück in Europa. Das ist die neueste Karte, die es gibt, was nicht heißt, dass sie auch aktuell ist, weil sobald Karten fertig sind, sind sie wieder alt. Das kennen Sie ja, gerade bei so dynamischen Prozessen wie dem Wolf.
Das hier ist also die Karte Europas, wo wir Wölfe momentan permanent finden. Das sind die dunkelgrünen Flecken und wo sie sporadisch auftreten, wo es also Einzelindividuen gibt, die noch nicht reproduzieren. Und dann gibt es hier natürlich hier so eine weiße Kante. Und das liegt nur daran, dass diese Länder nicht mitmachen bei diesem Monitoring. Aber hier geht es dunkelgrün weiter. Der Wolf hat ja dann ein Verbreitungsgebiet bis rüber zur Bergenstraße. Ja, und dieses Bild, was wir hier sehen, ist eine Momentaufnahme, weil das Ganze unheimlich dynamisch ist und Menschen überall in Europa, außer vielleicht auf den britischen Inseln, weil die kriegen da nichts mit, vom Wolf auf einmal überrascht werden, mit dem Wolf konfrontiert werden, den sie vor 100 oder 150 Jahren ausgerottet haben und sich jetzt in einer Komfortzone befunden haben, weil sie konnten ohne Wolf leben. Da hat man sich an verschiedene Dinge gewöhnen können, die jetzt einfach nicht mehr funktionieren. Und das Wachstum, was wir haben, ist ein sogenanntes exponentielles Wachstum. Den Begriff haben Sie sicherlich auch schon gehört, wo es um Corona ging. Das waren auch exponentielle Wachstumskurven. Eine Phase, wo es wirklich eine Beschleunigung gibt der jeweiligen Zahlen. Und da habe ich Ihnen mal zum Vergleich mitgebracht. Das sind die Erhebungsdaten aus 1950, 1970. Und da sehen Sie hier Deutschland noch ein weißer Fleck und viele Bereiche Mitteleuropas, auch in Österreich war noch keine Rede von Wölfen. Es gab aber damals noch welche, die waren nicht ausgestorben hier unten auf der Iberischen Halbinsel, wo es ihnen mittlerweile nicht sehr gut geht. Da unten die südlichen sind nämlich verschwunden, das werden Sie dann gleich bei den folgenden Bildern sehen. Und das war eine Zeit, wo es auch noch den Eisernen Vorhang gab. Der hat Mitteleuropa und auch Westeuropa geschützt vor Wölfen und dann mit den 90er Jahren war dieser Eiserne Vorhang weg. Und auch die Schutzregularien, die wir hatten, die haben einfach gewirkt, die dann in den 70ern und später 90er Jahren auch in Europa Gültigkeit hatten. Ja, und dann hat sich das eben hier nach Westen weiterentwickelt. Aber was auch ganz wichtig ist, für mich, der auch mit einem Fuß in Österreich ist, vor allen Dingen auch, die italienische Population ist hier aufgewandert, über Frankreich jetzt in die Schweiz hinein und ist eben auch jetzt in Österreich angekommen. Und das ist eben die Karte, die ich gerade schon in Größe hatte. Und das ist ganz interessant zu sehen. Hier die spanische Superpopulation ist also kleiner geworden. Die sind also wirklich ein Thema für den Artenschutz. Und hier im restlichen Europa geht es dem Wolf eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben hier überhaupt keine Bedenken mehr, dass diese Art bedroht ist. Und warum gibt es diese exponentielle Ausbreitung? Nun, das liegt daran, dass natürlich die Jungtiere, die in einem Territorium geboren worden sind, irgendwann abwandern müssen. Der Wolf ist hoch sozial, aber auch hoch territorial. Das heißt, der produziert als Pärchen Junge, die bleiben dann eventuell noch bis zum nächsten Jahr, aber dann ist irgendwann aus in einem Territorium, hat kein großes Wolfsrudel Platz, wie wir das aus Zoos kennen. Übrigens auch in Zoos, Sie werden vielleicht immer wieder mal gehört haben, der Alpha-Wolf und solche Sachen, das sind de facto Artefakte, also künstliche Dinge, die nur entstehen können, wenn ich mehrere adulte Wölfe in Gefangenschaft halte. Dann bilden sich so Hierarchien, das könnte ich mit Ihnen auch machen. Wenn ich Sie hier im Roten Haus einsperren würde, wird sich auch einfach mal Alpha-Männchen herauskristallisieren. Gibt es bei Wölfen aber nicht, es gibt nur Eltern, die dominieren natürlich, aber es sind keine mehreren adulten Wölfe. Die wandern nämlich dann irgendwann ab. Und die machen, und das ist total erstaunlich, unheimlich große Strecken, lange Wanderungen. Hier haben Sie ein paar Informationen von Wölfen, die besendet waren oder die mit DNA-Analysen dokumentiert werden konnten, die also wirklich auch über Staatsgrenzen hinweg gewandert sind. Und dieses Ausbreitungspotenzial, was die Tiere haben, führt eben auch dazu, dass sie relativ rasch neue Gebiete erobern und dort dann zu entsprechenden Konflikten führen können. Der aktuelle Gefährdungsgrad nach der IUCN, also die Weltnaturschutzunion, die die roten Listen herausgibt, ist aktuell auf diesem Level LC, heißt Least Concern, heißt nicht gefährdet. Das war früher anders. Mittlerweile, durch dieses exponentielle Wachstum, haben wir also europaweit, aber eben auch weltweit diese Tierart nicht mehr in einem Gefährdungszustand, außer Teilpopulationen wie die spanische, die ich schon erwähnt habe. Und das ist tatsächlich ursächlich damit auch zusammenhängend, dass es diese strengen Schutzvorgaben gibt. Wir haben seit den 70er Jahren die Berner Konvention, die den Wolf streng schützt in Europa.
Und wir haben seit den 90er Jahren die Fauna, Flora oder FFH-Richtlinie in der Europäischen Union. Und das Witzige ist, diese Regularien, die es gibt, die es auch gibt und die erfolgreich waren für den Artenschutz, die sind jetzt etwas hinterher in der Zeit. Mittlerweile ist der Wolf nicht mehr gefährdet, aber der strenge Schutz, rechtlich gesehen, ist noch da. Und das birgt natürlich Sprengstoff, weil hier natürlich zwei Dinge auseinanderklaffen, die eigentlich besser miteinander zeitlich und inhaltlich abgestimmt werden müssten. Aber Sie kennen die Europäische Union und wahrscheinlich vermuten Sie auch, die Berner Konvention ist nicht anders. Das sind sehr träge Rechtsmaterien. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass der streng geschützte Wolf nicht mehr streng geschützt ist, brauche ich einen einstimmigen Beschluss im Europäischen Rat. Jetzt können Sie sich vorstellen, die werden sich noch nicht mal mit anderen Sachen einig. Einstimmig muss der Beschluss sein. Und das war vor ein paar Jahren sowieso besonders witzig, weil da war der Kommissar für Umwelt war aus Irland, wo es keine Wölfe gibt, und der für Landwirtschaft war aus Malta, wo es keine Wölfe gibt. So, und dann können Sie sich vorstellen, wenn Sie dann anfangen, in Europa zu diskutieren, dann gibt es einen Kuhhandel, ja, was kriege ich als Orban zum Beispiel, wenn ihr in Deutschland die Wölfe freikriegt? Ja, also es ist relativ aussichtslos. Deswegen ist das auch so eine große Herausforderung für den Artenschutz und für die Rechtssysteme und für alle, die hier beteiligt sind. Momentan in Deutschland ist es so, dass der Wolf in der FFH-Richtlinie in zwei Anhängen gelistet ist. Im Anhang 2 ist er gelistet, das heißt auf Deutsch, es müssen für ihn Schutzgebiete ausgewiesen werden. Und das ist völlig wildtierbiologisch ein Humbug, weil der Wolf hat keine spezifischen Ansprüche. Er braucht nichts Besonderes. Das Einzige, was er braucht, ist Ruhe und was zu fressen. Und das findet er, wenn wir wollen, in der Stadt. Wenn wir ihn lassen würden, dann würde er dort was zu fressen finden und Ruhe. Aber funktioniert halt nicht. Für andere Arten, die ganz spezifische Ansprüche haben, ja, dann ist es natürlich so, dass man Schutzgebiete ausweisen kann, wo ich diese Ansprüche erfüllt habe. Aber für so einen Generalisten, der alles kann, für so einen Opportunisten, der sich überall wohlfühlt, und dazu gehört der Wolf, deswegen ist er auch so erfolgreich, weil er so anpassungsfähig ist, kann man nicht sagen, da ist jetzt ein Schutzgebiet. Und wem wollen Sie denn in Europa erzählen, da wo du wohnst, ist jetzt Wolfschutzgebiet? Das wird ja so nicht funktionieren. Und der nächste Anhang, in dem er gelistet ist, ist der Anhang 4. Und das bedeutet, der Wolf ist streng geschützt. Da gibt es auch den Anhang 5, da hätten ihn viele gern drin, weil da heißt es, dass man ihn managen kann. Und managen heißt auf Deutsch leider immer nur töten. Wenn der günstige Haltungszustand, das ist so ein Begriff aus dem EU-Deutsch, der günstige Haltungszustand nicht gefährdet wird oder die Erreichung dieses günstigen Haltungszustandes nicht gefährdet wird. Und etwas, auf das sich die Leute immer berufen, die mit dem Wolf Probleme haben, ist der Artikel 16 dieser FFH-Richtlinie. Der heißt nämlich, du kannst eingreifen, du kannst vom strengen Schutz abweichen unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel zur Verhütung ernster Schäden in der Tierhaltung oder im Interesse der öffentlichen Sicherheit. Nicht erst, wenn was passiert ist, sondern eigentlich sogar präventiv. Und das machen einige Länder schon in der Regel, das heißt, sie machen die Ausnahme zur Regel, wie zum Beispiel Frankreich. Und solange die genügend Wölfe haben und solange die auch zeigen, wir tun alles, was möglich ist, aber wir kommen nicht zu einer Lösung, außer dass wir tatsächlich jene Wölfe aus der Population entnehmen, die über einer Obergrenze sind oder die sich nicht so verhalten, wie wir gern möchten. Übrigens wird das oft in der Literatur, auch in den Zeitungen, immer als unnatürliches Verhalten bezeichnet, wenn ein Wolf ein Schaf frisst. Das ist natürlich nicht unnatürlich, sondern es ist einfach nur ungewünscht. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Aber es wird oft miteinander verlinkt. Ja, und die Karte können Sie oben ja auch sehen. Die kommt vom Dokumentationsarchiv des Bundes zum Thema Wolf. Eine ganz interessante Webseite. Da kann man diese Daten immer anschauen, unter anderem Verbreitungskarten. Und hier sehen Sie eben die grünen Raster, da wurden Wölfe nachgewiesen. Dort, wo noch ein schwarzer Punkt ist, da gibt es sogar Reproduktion. Und uns muss klar sein, dass das die Mindestterritorienanzahl ist oder die Mindestgröße der Verbreitung, weil natürlich nicht jeder Wolf entdeckt wird oder auch nicht jeder Wolf als solcher angesprochen wird oder auch nicht jeder Wolf, wenn er angesprochen wird als Wolf, auch
gemeldet wird. Das heißt, hier hinken wir auch ein bisschen mit der Zeit hinterher. Früher gab es nur diesen interessanten Gürtel von Sachsen, Brandenburg ausgehend nach Nordwesten. Mittlerweile füllt sich das hier in der Mitte auch auf, aber auch, weil die vorhin gezeigten italienischen Wölfe über Frankreich, Schweiz jetzt hier oben nach Baden-Württemberg, Hessen und Bayern auch schon vordringen. Das heißt, diese einzelnen Teilpopulationen, die vernetzen sich immer mehr und schließen sich zusammen. Und es gibt keinen Grund für einen Wolf nicht auch, sich glücklich und wohl zu fühlen in Baden-Württemberg. Das geht nicht nur in Niedersachsen. Dieses Wachstum, habe ich gesagt, ist exponentiell. Also Sie sehen es hier, geht es nach oben. Irgendwann ist natürlich dann Schluss. Weil Sie sehen, das ist eine territoriale Tierart. Das heißt, ein Territorium ist ein Gebiet, was ich gegen gleichgeschlechtliche Artgenossen verteidige. Und wenn ich das tue, ist irgendwann Deutschland voll mit Territorien und dann habe ich keinen Platz mehr. Selbst wenn es noch mehr ernähren könnte, würden die einfach ihre 250 Quadratkilometer im Schnitt verteidigen gegenüber ihren Artgenossen. Also haben wir natürlich langfristig gesehen ein logistisches Wachstum, das heißt, es geht hier ratzfatz rauf und dann kommt aber die S-Kurve zu einer Kapazitätsgrenze hier oben. Wo die dann sein wird, das ist im Endeffekt leicht zu berechnen, muss nur wissen, wie oft passen 250 Quadratkilometer in Deutschland hinein, das wäre die maximale Obergrenze, die Deutschland fassen könnte. Die Konflikte, die da sind, die sind natürlich auf der Hand. Hier auch ein Thema in der Ausstellung, die Schafe in der Lüneburger Heide, die Kulturlandschaft, die aus naturschutzfachlicher Sicht sehr wertvoll ist, gibt es natürlich Konflikte mit der Nutztierhaltung. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir konnten in einer Komfortzone leben. Ja, der Wolf war nicht da, wir konnten die Tiere einfach ausstellen auf die Weide und mussten nicht wirklich aufpassen. Das musste früher immer gemacht werden. Da gab es immer einen Opa oder einen Ziegenpeter, der hat aufgepasst und abends kamen die Tiere zurück in den Stall oder es war eben ein Nachtpferd und da hat man Hunde gehabt, die aufgepasst haben. Und wenn Sie heute zum Beispiel nach Spanien gehen, wo die Wölfe nie weg waren, oder Sie gehen ins Dinarische Gebirge, oder Sie gehen in die Karpaten, dann machen die genau das, was unsere Vorfahren vor 150 Jahren auch gemacht haben. Da gibt es mehr Generationen landwirtschaftliche Betriebe, da gibt es immer irgendwie einen jungen Kerl, oder es gibt einen Opa, der wird dann abgestellt, um die Schafe morgens auf die Weide zu bringen und abends nach Hause. Da kommt keiner auf die Idee, die Schafe auf die Weide zu stellen, die Stacheldraht aufzustellen und dann ab und zu mal vorbeizufahren. Das funktioniert nicht. Warum? Weil da Wölfe sind. Und wir haben das uns abgewöhnen können, weil es nicht notwendig war. Und jetzt schreien alle Feuer am Dach, weil da ist ein Wolf und der reißt uns aus dieser Komfortzone hinaus. Und das ist nicht einfach. Das muss man verstehen, muss man auch akzeptieren, dass es hier natürlich zu Konflikten kommt. Der Tierschutz ist auch ein Thema. Weil wir natürlich auch, wenn wir die Bilder sehen von den gerissenen Schafen, natürlich auch ein Thema haben, wo wir sagen, okay, das ist ja auch nicht schön, wenn der Blutrausch mehrere Individuen tötet und die dann vielleicht noch gar nicht mal richtig tot sind, wenn man dann auf die Weide geht. Aber, und das sehen wir in vielen Bereichen auch, es wirkt sich aus auf die ländliche Entwicklung. Denn wenn ein Schafbauer sagt, das ist mir jetzt zu viel, es ist mir zu teuer oder es ist mir zu aufwendig, ich mache das nicht mehr, dann ändert sich auch unsere Landnutzung. Die Landschaft verändert sich, Jobmöglichkeiten verändern sich und das kann dazu führen, dass manche Landstriche, wo es vielleicht nicht so produktiv ist, dass die dann auch wieder, nicht verwalten, aber wenigstens erstmal verbuschen, langsam wieder aus dieser offenen Landschaft, die wir kennen, herausgezogen werden in einen eher natürlichen Zustand, weil dass hier keine Bäume wachsen, ist ja dem Menschen zuzuschreiben, der hier Wälder gerodet hat. Die Natur holt sich dann wieder das zurück, wenn man ihr den freien Lauf lässt. Es ist aber auch ein Thema für den Artenschutz, gerade auch hier Lüneburger Heide. Das ist eine Kulturlandschaft, keine Frage, es ist keine Natur, es ist eine Kulturlandschaft, aber eine mit einer unheimlich hohen Biodiversität, auf die wir, wenn wir an Naturschutz denken, natürlich erstens stolz sind und zweitens auch ein Auge drauf haben, dass es so bleibt. Wenn jetzt die Schäfer irgendwann sagen, es geht nicht mehr oder ich will nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, oder es lohnt sich nicht mehr, und hören auf, dann wird auch die Lüneburger Heide wieder zuwachsen. Und dann verschwinden die Birkhühner, dann verschwinden die Insekten, dann verschwinden auch die Honigbienen, die den tollen Honig für uns produzieren, dann verändert sich etwas, aber vor allen Dingen verändert sich etwas bei der Pflanzen-Insektengemeinschaft
Und das, was auch mehr und mehr gefragt wird, Biolandwirtschaft, ja, die Nutztiere auf die Weide, extensiv am besten bewirtschaftet, dass da eine sehr hohe Artenvielfalt ist an Pflanzen und Insekten, das verlieren wir natürlich, wenn wir sagen, oh, da ist der Wolf da, jetzt stecken wir alle Tiere wieder in den Stall. Auch wieder ein Tierschutzthema. Flächen wie die Lüneburger Heide, ja, da geht man gerne hin, das ist ein touristischer Magnet immer noch und vielleicht sogar durch Corona wieder mehr. Und jetzt gibt es hier natürlich auch die Gefahr, dass man dann aufgrund der Anwesenheit von Wölfen die Kulturlandschaft nicht mehr so pflegt und auch diese Attraktivität dann verliert. Und nicht zuletzt, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich ja wissenschaftlich beschäftige, was für Auswirkungen hat das auf die Jagd? Also die Jäger unter Ihnen, die dann vielleicht hoffen, ah, wenn die Wölfe kommen, muss ich keine Schweine mehr bejagen und die afrikanische Schweinepest habe ich im Griff und so weiter. Sicherlich fressen die ein paar Hirsche und Rehe und Schweine, aber nicht so viel, wie sie fressen müssten, damit sie nicht mehr jagen gehen müssen. Die werden die Population nicht regulieren. Alleine durchs Töten können sie das nicht tun, da komme ich nachher noch dazu, aber es gibt einen anderen Effekt und der wird Ihnen sehr viele Probleme bereiten, diejenigen, die von Ihnen jagen, nämlich, dass die Anwesenheit des Wolfes dazu führt, dass die Beute heimlicher wird. Dass die Beute natürlich vermeiden möchte, dass sie gefressen wird. Das heißt, die Nutzung des Raums und die Nutzung der Zeit verändert sich. Die gehen mehr in Gebiete rein, wo sie geschützt sind vom Wolf. Und das sind auch meistens Gebiete, wo man nicht so gut jagen kann. Dickicht, die treten also nicht mehr aus auf die Weide und fressen dort, wenn die Zeit naht, in der Dämmerung, sondern die bleiben dann irgendwo versteckt, weil sie nicht gefressen werden wollen. Das heißt, die Erfüllung der behördlichen Abschusspläne wird dadurch auch erschwert. Aber auch die Jäger befinden sich in der Komfortzone. Ja? Die Zeiten, dass man einfach mit dem Auto zum Hochsitz fährt, da drauf und dann wartet, dass was passiert, die sind dann auch vorbei. Die gibt es auch in Wolfsgebieten nicht. Diese Traditionen, die man sich in Deutschland auch angewöhnt hat. Dann geht man halt wieder pirschen. Das tut ja einen auch ganz gut, wenn man sich dann die Gewichtsklassen anschaut. Sorry, Michael, aber das ist sicherlich auch etwas, was hineinspielt. Jetzt ist die Frage, okay, der ist da, ich will das nicht, können Sie sagen, oder ich kann sagen, ja, hurra, super, aber ist eigentlich die Koexistenz, das Zusammenleben, ist das eigentlich möglich? Und da gab es eine ganz interessante wissenschaftliche Publikation in einem renommierten Journal, das nennt sich Science, da machen also nur die ganz großen Wissenschaftler ganz tolle Sachen, und da haben die also berichtet über die Rückkehr der großen Beutegreifer, Bär, Wolf, Luchs, aber auch Vielfraß, den es ja oben in Skandinavien gibt. Und man hat sich angeschaut, wie funktioniert das eigentlich in Deutschland, in anderen Ländern Europas mit dem Zusammenleben. Und da gibt es eine ganz interessante Grafik, die schaut etwas kompliziert aus, aber wir werden das gemeinsam hinkriegen. Die haben festgestellt, dass Wölfe in Europa häufiger in Regionen zu finden sind mit wenig Menschen. Ja? Und woran hat man das festgestellt? Sie sehen hier ein Häufigkeitsdiagramm von Bevölkerungsdichten. Also sie teilen ganz Europa ein in 10 mal 10 Kilometer Zellen und dann schauen sie, wie viele Leute leben dort pro Quadratkilometer. Ja? Und dann werden sie feststellen, es gibt relativ viele Bereiche in Europa, wo wenig Menschen leben. Das ist diese schwarze Kurve. Ja? Und dann gibt es aber auch Bereiche, wo 100 Leute pro Quadratkilometer leben oder eben hier sogar bis zu 200 Leute pro Quadratkilometer. Ja? Aber wir haben recht viele Bereiche, wo kaum jemand ist. Auch schön. Ja? Da ist also auch Skandinavien mit dabei, Länder mit geringer Bevölkerungsdichte. Und die rote Kurve, das sind nun jene Zellen, wo man auch neben den Menschen Wölfe hat, Wolfsterritorien. Ja? Und dann kann man feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Wolf zu finden, höher ist in Gebieten mit wenig Menschen. Ja? Also die wollen das wirklich, die gehen den Menschen aus dem Weg. Warum? Weil sie wissen, dass er eigentlich nicht gut ist für sie. Aber es gibt genügend Gebiete, wo man sieht, da ist die rote Kurve fast deckungsgleich mit der schwarzen, wo man sagen kann, den gibt es sogar in Gebieten, wo Menschen eine Dichte zustande bringen von 200 Personen pro Quadratkilometer. Das heißt, das ist möglich. Und das ist etwas, was hier natürlich zu Konflikten führt. Da ist es nicht so wild, aber hier gibt es natürlich dann die größten Konflikte. Und was die Kollegen in dem Journal auch dann berichtet haben, ist, dass das, was wir in Europa machen, was ganz anderes ist als die US-Amerikaner.
die ja immer als Vorbild genannt werden. Wenn es um Wölfe geht, Yellowstone Nationalpark, war herrlich. Aber man muss mal dort gewesen sein, das ist noch Wildnis. Da ist kein Schaf und kein Rind. Und da gibt es auch keine Jäger. Gibt es auch keine Menschen, die da irgendwie in Konflikt geraten können. Und diese Modelle wurden dann in der Publikation verglichen. Das sogenannte Separationsmodell, das heißt, ich trenne Menschen und Wölfe voneinander. Oder eben das Koexistenzmodell, wo man zusammenlebt. Und das haben die gesagt, das haben wir in Europa und in USA ist das nicht der Fall. Und es ist tatsächlich so, ich habe ein Jahr lang dort arbeiten dürfen. Wildtiere, die gefährlich werden können, sind bei Menschen einfach nicht geduldet. Das passiert nicht, dass ein Kojote oder ein Puma in die Siedlung kommt und dem passiert nichts. Der ist tot. Ja? Aber dafür sagt man im Nationalpark Yellowstone, da soll er sein. Da ist er zu Hause und da bin ich zu Gast. Ja, also man trennt das wirklich. Das können die sich leisten, weil die relativ wenig Menschen haben. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht, eine aktuelle Tabelle, ist zwar aus Wikipedia, aber ich hoffe, dass sie trotzdem stimmt. Wenn Sie die USA anschauen, ohne Alaska sind das 8 Millionen Quadratkilometer, Europa ist ein bisschen größer. Wir haben also 25% mehr Fläche, aber wir haben 70% mehr Bevölkerungsdichte. Jetzt geht es um den Menschen, nicht um den Wolf. Ja? Wir haben 72,9 Leute im Durchschnitt pro Quadratkilometer und die Amis 42,8. Das heißt, wir haben zwar ein bisschen mehr Fläche, aber deutlich mehr Menschen und wir haben 180% mehr Wölfe in Europa im Vergleich zu den USA und auch eine 127% höhere Wolfsdichte. Und jetzt kommt es mit einer 33%igen Wachstumsrate pro Jahr. Ja. Also das sind Dinge, wo wir noch gar nicht am Ende angekommen sind. Und noch funktioniert es, und ich denke, wir kommen am Schluss des Vortrags noch dazu, dass die Betonung auf noch liegt. So kann es auch, denke ich mal, für die Koexistenz nicht sinnvoll sein, dass man einfach zuschaut, was passiert. Was frisst denn eigentlich so ein Wolf? Wie viel braucht der Wert? Das weiß man alles, das ist gut dokumentiert. Ein ausgewachsener Wolf braucht 2 bis 3 Kilo Fleisch, also nicht Beute, sondern Fleisch ohne Knochen und Eingeweide und so weiter pro Tag. Und wenn ich jetzt das hochrechne auf ein Territorium, wir haben vorhin ungefähr gesagt, 250 Quadratkilometer ist ein Wolfsterritorium, dann bedeutet das 40 Beutetiere pro Wolf. Oder wenn ich das auf ein Rudel umsetze, sind das eben bei einem Rudel von 10 Wölfen, das heißt die Eltern und die Jungtiere aus letztem Jahr und die noch da sind vom vorletzten Jahr, dann kann das eben bis zu 500 Beutetiere im Jahr ausmachen. Und das ist ja nicht wenig. Es ist zu wenig, um die Schweine und Rehe und Hirsche in Deutschland zu regulieren, aber es ist in vielen Orten zu viel, um konfliktarm miteinander mit Nutztieren leben zu können. Und die Nutztiere sind ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, eigentlich unter ferner Liefen. Ja, diese Zahlen wurden von diesem Dokumentationsarchiv vom Bund zum Thema Wolf publiziert. Da gab es eine Untersuchung zwischen 2001 und 2016. Die Biomasse, also wie viel wurde wirklich gefressen, die man in der Losung finden konnte. Und da hat man festgestellt, dass in 52,7% der Fälle eben Reh die hauptsächliche Biomasse ausmacht. Und dann als nächstes Schwein, Wildschwein, Rotier, Stammhirsch und dann geht das hier so runter. Und Nutztiere 1,1%. Da kann man sagen, okay, das ist ja nichts. Das kommt natürlich immer darauf an, so ein prozentualer Wert ist abhängig davon, was die Gesamtgröße ausmacht. Und wenn 1,1% von mehreren tausend Individuen gefressen werden, dann habe ich natürlich auch sehr viele Nutztiere, die gefressen werden. Und Sie sehen das hier, die Nutztierschäden durch Wölfe, hier haben Sie die Anzahl der Übergriffe bzw. die geschädigten Tiere, das sind zwei verschiedene Säulendiagramme, die Sie hier zusammengepackt haben. Die Anzahl der Übergriffe ist schwarz und die Anzahl der Tiere, die getötet worden sind, grau. Und da sehen Sie hier, dass das im Prinzip dem folgt, was wir bei der Wachstumskurve gesehen haben, was die Wolfsterritorium angeht. Ja, also je mehr Wölfe Sie haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch zu Schäden kommt, die dann auch entsprechend kompensiert werden. Natürlich, also auch eine Kostenfrage, die hier mitschwingt. Und wer ist betroffen bei den Nutztieren? Da gibt es auch gute Statistiken, die werden jährlich durchgeführt und dann sehen Sie, dass die meisten
Schafe, Ziegen sind. Dann gibt es einige hier unten Gatterwild und Rinder. Das sind natürlich Fälle, die da ein bisschen mehr Aufsehen hervorrufen, weil das passt nicht eigentlich ins Beuteschema, so ein Rind. Aber die hochgezüchteten Rinder, die nicht dafür gezüchtet worden sind, ihre Kälber zu verteidigen, sondern die Fleisch produzieren oder Milch, die sind auch nicht mehr in der Lage, Wolfsrudel auszuweichen oder wenn zwei junge Wölfe ein bisschen spielen mit der alten Kuh, dann wird die so lange getrieben, bis sie irgendwann zusammenbricht mit übersäuerten Muskeln und dann kann man der irgendwann mal irgendwo was wegknabbern und das sieht natürlich auch nicht schön aus. Das Schaf und die Ziege, die sind natürlich das Beuteschema. Ne? Deswegen Reh, Hauptbeute beim Wild, das ist genau die richtige Größe und Schaf und Ziege sind das im Nutztierbereich. Ja, und die Zahlungen, die dann natürlich auch ausbezahlt werden, um das zu kompensieren, wachsen auch exponentiell. Wir sind jetzt mittlerweile bei 800.000 Euro angekommen. Und jetzt mal unter uns, 800.000 Euro für die Bundesrepublik Deutschland, Peanuts. Wir geben Geld aus für so viele Sachen, dann müssten wir uns doch als Industrienation mit so viel Wohlstand es leisten können, 800.000 Euro im Jahr auszugeben. Bloß, das ist natürlich eine Rechnung, wo man nicht dran denkt, dass diejenigen, die betroffen sind, sich nicht als Menschen fühlen, die Wurstfutter produzieren wollen und dafür bezahlt werden, sondern die sind stolze Landwirte, die möchten Produkte produzieren, auf die sie stolz sind. Und das ist halt etwas, was ich jemand anderen aus meiner Art, nämlich anderen Menschen, nachher verkaufen kann. Das heißt, die Motivation für die, in Zukunft weiterzumachen, ist nicht vom Geld abhängig. Wenn die auf die Weide gehen und sehen, was mit ihren Tieren passiert, dann ist zwar die Kompensation ein kleines Trostfesterchen, aber ist nicht die Motivation zu sagen, yes, jetzt kaufe ich mir noch mehr 100 Schafe und dann habe ich nächstes Jahr noch mehr Geld, weil der Wolf frisst die alle auf. Ja? Also das wird nicht funktionieren. Und ich habe vorhin von der Komfortzone gesprochen, die bisherige Nutztierhaltung, die ist einfach mit Anwesenheit von Wölfen inkompatibel. Das funktioniert nicht zusammen. Und ich habe hier absichtlich einen Menschen rein. Viele reden davon, ja, dann machst du halt einen Zaun oder dann kaufst du ein paar Hunde. Ohne Mensch wird es nicht funktionieren, weil der Mensch muss schauen, dass der Zaun funktioniert. Der Mensch muss schauen, dass die Hunde versorgt werden oder andere Maßnahmen, die hier tätig sind. Das heißt, ich brauche Menschen, die das tun. Und mit der in Deutschland vorhandenen Gehaltssituation wird das unheimlich schwierig, ausgebildetes Personal zu finden, die bereit sind, das zu tun. Und dann auch Kunden, die bereit sind, ein Schaf zu kaufen, das die Kosten tragen muss, die der Mensch verursacht hat. Also das sind Dinge, die wir uns natürlich überlegen müssen, wie das noch alles funktionieren kann bei unserem Lohnniveau. Und was natürlich das Konfliktpotenzial noch ein bisschen erhöht, ist, dass auch ungeschützte Nutztiere selbst in Siedlungsnähe nicht mehr sicher sind. Also das sind jetzt Bilder hier aus Österreich, da passiert das ja auch. Und dort sind viele beweidete Flächen ganz schwer zu erreichen, allen Flächen, wo ich eine Stunde hingehen muss. Ja, und das sind natürlich Flächen, die dann als erstes aufgegeben werden und wertvolle Flächen mit Orchideen drauf, die dann nicht mehr beweidet werden. Was kann ich denn alles machen? Sie kennen das alle sicherlich schon, Elektrozäune, ich kann die Vehierten, ich kann Hütehunde einsetzen oder Herdenschutzhunde. Nachtpferche, es gibt neue Ideen mit Lamas und mit Eseln und ich weiß nicht was alles. Das ist ja alles ganz nett und ist in vielen Bereichen auch funktionierend. Aber die Frage ist, ist das etwas, was wir langfristig tatsächlich auch uns leisten können oder auch was der Landwirt sich leisten kann, und zwar Flächen. Viele Landwirte machen das mit der Nutztierhaltung im Nebenerwerb. Ja? Die machen das nicht, weil sie damit wirklich Geld verdienen, sondern weil es die Mama oder der Papa oder der Opa und die Oma gemacht haben. Und deswegen machen wir es auch noch. Das sind die Ersten, die sagen, jetzt wird es mir zu viel. Auch wenn der Staat mir den Elektrozaun zahlt. Wer zahlt mir denn die Zeit, dass ich jeden Tag vorbeigehe und schaue, ob der noch steht? Ja, weil ein Reh reingerannt ist und den Zaun umgestoßen hat. Oder weil die Vegetation nach unten, von unten rauf wächst und die Elektrizität dann entsprechend zunichte macht. Das sind alles Dinge, wo ich wiederum den Menschen brauche. Und der kostet in Deutschland einfach mal für meine Empfindung zu viel, um das hier einfach so abzuspeisen und zu sagen, ihr habt einen Zaun und jetzt könnt ihr ruhig sein. Und wenn man dann die Kosten anschaut, die jährlichen Differenzkosten, dann entsprechen die oft in Erlösen durch die Schlachtpreise.
Und dann ist es wirklich so, dass es ein Nullsummenspiel ist, wo man sich sogar noch emotional aufregen muss. Deswegen kann ich die Landwirte verstehen, die sagen, ich höre auf, das macht nichts mehr. Und ich denke, dass diese Herdenschutzmaßnahmen, die notwendig sein müssen, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Wildtierstiftung rede, das eigentliche Naturschutzproblem ist. Der Wolf ist für mich kein Thema, weil der ist nicht gefährdet, den muss ich nicht schützen. Aber was mir in Deutschland abgehen würde, wenn der Wolf jetzt tun und lassen kann, was er will, ist, dass wir diese biodiversitätsfördernde Beweidung, die extensive Nutzung unserer Grünlandflächen in der Kulturlandschaft nicht mehr haben werden. Dann wächst hier auch alles zu, was noch Weide ist und wird Mais. Dann wird diese Gegend auch anders ausschauen. Und wer fühlt sich im Mais wohl? Das sind ja wieder die Schweine. Das heißt, da kommt ein Problem zum anderen dazu. Wir müssen auch wissen, dass die Herdenschutzmaßnahmen Übergriffe nicht zu 100% vermeiden können. Das wird ja immer geglaubt, ich stelle einen Zaun auf und dann bin ich safe. Ist nicht der Fall. Ja? Das hindert die meisten Individuen, da drüber zu springen oder drunter durchzugraben. Aber einige machen das. Und die machen dann natürlich genau das, was man nicht möchte, den sogenannten Blutrausch. Ja? Das ist ja auch nichts Böses, was der Wolf macht. Der springt in diesen Zaun rein, da stehen 20 Schafe, er schnappt eins instinktiv und da wackeln immer noch 19 rum. Und dann hat er das Gleiche, was ein Fuchs hat, wenn er in den Hühnerstall geht. Das macht er nicht, weil er böse ist, sondern weil diese Instinkte ihn dazu führen, das zu tun, was man als Beutegreifer tun muss. Da bewegt sich was und ich schnapp zu. Ja? Und dass das natürlich dann mehr ist, als was er fressen kann, ist eh klar. Aber es ist ja auch eine unnatürliche Situation, dass die Schafe nicht abhauen, wenn da einer das erste Schaf getötet hat. Normalerweise hauen die anderen Schafe dann ab. Und diese Herdenschutzmaßnahmen verursachen eben Differenzkosten, die aktuell von öffentlicher Hand getragen werden. Das ist noch so. Wenn die Wölfe steigen, dann werden Sie schon sehen, dass man dann sagt, okay, und jetzt muss es irgendwann der Verbraucher zahlen. Und da bin ich sicher, ist der Verbraucher auch hier nicht bereit, fürs Kilo Schaf 3- oder 4- oder 5-mal so viel zu zahlen. Sie gehen in den Supermarkt und holen sich das Schafsfleisch aus Neuseeland. Da gibt es keine Wölfe, da gibt es industrialisierte Landwirtschaft, das Schaffleisch ist top, ja, es kommt mit dem Schiff rüber, ist tiefgefroren, Kühlkette eingehalten, alles und ist deutlich billiger als das, was wir hier produzieren können. Und das müssen wir uns stellen, wollen wir das. Und ich habe vorhin von den Ausgleichszahlungen gesprochen, die machen also 800.000 Euro aus. Wenn ich möchte, dass Koexistenz funktioniert, muss ich vermeiden, dass es Wölfe gibt, die sich so verhalten, wie ich nicht möchte. Das heißt, ich muss Herdenschutz finanzieren. Das sind die Präventionszahlungen. Und das sehen Sie hier aufsummiert für die einzelnen Bundesländer. Hier ist Niedersachsen zum Beispiel. Da wird recht viel ausgegeben, 1,2 Millionen für Präventionsmaßnahmen im Jahr 2020. Damit nicht noch mehr passiert, und es passiert ja eh schon viel, es wird hier über 200.000 Euro an Kompensationszahlungen ausgezahlt. Ja? Und es gibt Fälle wie Nordrhein-Westfalen, da gibt es zwei Rudel. Aus einem Rudel gibt es ein Weibchen am Niederrhein, die immer wieder gerne auf ein Schaf geht. Und deswegen sind die Präventionskosten derart hoch, obwohl die nur zwei Rudel haben. Ja? Und in anderen Ländern, wo noch kein Wolf da ist, wird schon mal angefangen, wissen, dass die kommen. Die Hessen sind also gar nicht so blöd, wie man mal immer denkt. Oder eben auch die Baden-Württemberger. Das ist so. Als Rheinland-Pfälzer darf ich das sagen. Ja. Wir haben in Rheinland-Pfalz jetzt das erste Rudel und hier steigen schon die Kosten an. Aber es gibt auch andere Länder, wie zum Beispiel Thüringen. Da zahlt man nicht so viel Präventionskosten. Man muss aber auch wissen, die haben jetzt den Wolf schon 10 Jahre, 15 Jahre. Da gibt es gar nicht mehr so viele Schäfer, die sagen, ich gehe mit meinen Schafen raus. Die haben schon aufgehört, da muss ich ja nichts mehr schützen. Ne? Und dann habe ich natürlich als Staat auch weniger Kosten. Das heißt, das sind ja Säulen, die mit der Zeit entsprechend ihre Höhe verändern. 9,5 Millionen Euro wurden ausgegeben. Und ich sage nochmal, für Deutschland sind das Peanuts, wenn man sich anschaut, für was wir alles Geld ausgeben. Das müssen wir uns leisten können. Und wir müssen es uns auch zukünftig leisten wollen, weil ohne Herdenschutzmaßnahmen, auch wenn sie nicht gut funktionieren, wenn sie nicht perfekt sind, aber ohne dem wird es nicht gehen, wenn wir mit dem Wolf zusammenleben wollen. Und auch wenn wir es nicht wollen, wir müssen es tun. Ja? Weil der ist da und der ist gekommen, um zu bleiben. Er wird nicht verschwinden und wir können uns nicht darauf beschränken, dass wir sagen, ich will den nicht und der muss weg. Das geht nicht. Wie wurde
wurde der Wolf ausgerottet. Mit Mitteln und Maßnahmen, die heute erstens mal nicht erlaubt sind, nämlich mit Gift und Wolfshaken und Wolfsgruben und Schlingen. Und jeder, der damals zwei Füße hatte, hat versucht, den Wolf zu töten, weil das war existenzbedrohend. Jeder hat damals, das war ja eine andere Gesellschaft, jeder hat damals irgendwie von Landwirtschaft gelebt, Subsistenzwirtschaft, man hat sich selber versorgt. Man hat ein, zwei Kühe gehabt, vielleicht 10 Schafe. Und wenn die gerissen worden sind, dann war fraglich, ob die Familie den Winter überlebt. Also war die Motivation riesig, wenn es Wölfe gab, diesen Wolf loszuwerden. Da waren alle dahinter. Und so hat man es geschafft, den Wolf auszurotten. Und das geht heute nicht mehr, weil die meisten Menschen eben nicht mehr Landwirte sind und nicht mehr direkt Betroffene. Ja? Diejenigen, die heute betroffen sind, sind die Minderheit. Und die werden es nicht schaffen, auch wenn es illegal gemacht wird, sie werden es nicht schaffen, den Wolf auszurotten. Wenn ich jetzt als Wildtierbiologe denke, habe ich noch einen anderen Aspekt, den mir ganz wichtig ist, was wir nicht vergessen sollten. Elektrozäune und Herdenschutzhunde sind natürlich auch eine Gefahr, nicht nur für die Erholungssuchende, das haben wir im Alpenraum ganz oft, da stehen dann also irgendwie so Schilder. Die muss ich ja, also in der Schweiz zum Beispiel, schon mal viersprachig aufstellen. Ja, wir haben in Österreich in den Alpen ganz viele Touristen aus Tschechien und so weiter. Die können nicht mal, die Deutschen können in österreichischen Alpen noch nicht mal mit Rindern umgehen. Ja, Sie kennen diese Fälle, die immer wieder in den Zeitungen stehen. Mit Herdenschutzhunden wird das dann gar nicht funktionieren. Und wenn dann auch noch ein Zaun ist, Sie kennen ja den Touristen, die haben das in ihrer App drin, da will ich jetzt lang, da vorne ist die Hütte, auch der Zaun ist mir egal, da gehe ich rüber. Das passiert ja alles und dann passieren Dinge, die man nicht gern sehen möchte, weil der Herdenschutzhund hat eine Aufgabe. Alles, was nicht so aussieht wie ein Schaf, ist mein Feind. Also wenn ich einen Herdenschutzhund habe und den besuche ich, wie in den Alpen das passiert, alle 2-3 Tage, dann muss ich den auch erstmal wieder an mich gewöhnen, wenn ich komme, weil der auch erstmal mich als seinen Feind ansieht. Aber was mich eigentlich noch mehr stört, weniger Touristen, die hier vielleicht zu Schaden kommen, ist, dass dieser Zaun eine Falle darstellt für Birkhühner zum Beispiel, die im Nebelleid durchfliegen und hängen bleiben und sich verheddern. Für Hasen, die sich dort verheddern, die Haxen brechen. Rehen passiert das. Und das sind natürlich keine schönen Bilder. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass alle Nutztiere, die wir haben, mit Elektrozäunen geschützt werden müssten in Deutschland, hätten wir eine Fläche voller Zäune. Das schaut nicht schön aus, das ist das eine, aber es ist eine Riesengefahr, eine Zerschneidung unserer Lebensräume, die ohnehin schon zerschnitten sind und natürlich auch damit einen Verlust an Lebensraumqualität für viele andere Arten, die wirklich bedroht sind, wie zum Beispiel das Birkhuhn. Ist denn der Wolf eigentlich für uns gefährlich? Naja, wenn man sich die Zahlen anschaut, was ist in den letzten 100 Jahren passiert in Europa, kann man an der Hand abzählen. Ja? Warum ist das so? Weil die letzten 100 Jahre war es so, dass dort, wo Wölfe waren, der Mensch mit dem Wolf koexistiert hat, aus zwei Gründen. Erstens, wenn der Wolf zur Siedlung kam, war er tot. Und wenn der Wolf meine Schafe frisst, war er auch tot. Weil der Mensch immer bei den Wölfen war und bei den Schafen war. Das heißt, der Wolf in diesen Gebieten weiß, Mensch ist nicht gut für mich, ich halte mich von ihm fern. Wenn ich Menschen rieche, gehe ich weg. Das passiert in Spanien, das passiert im Dinarischen Gebirge, das passiert in den Karpaten und da funktioniert das, weil da gibt es ein Separationsmodell à la USA. Wolf da, Mensch hier und dazwischen eine harte Grenze. Und deswegen findet man auch so wenig Übergriffe. Aber Wölfe sind neugierig und lernfähig, sonst hätten wir die Wölfe auch nicht zu unseren Haushunden gemacht. Ja, so hat das wahrscheinlich auch angefangen mit hungrigen oder neugierigen Individuen, die zu Menschen kamen und der Mensch hat Gefallen daran gefunden und hat dann dieses Tier auch dann für sich benutzt, als Jagdgehilfen zum Beispiel. Freilaufende Katzen, nicht angeleinte Hunde, die können ihnen zum Opfer fallen, auch wenn sie Kettenhunde sehen. Da sind die ganzen Bilder in YouTube ja voll von irgendwelchen Hunden in den Karpaten, die dann an der Kette bellen und dann irgendwann nicht mehr, weil die Wölfe diese Hunde von der Kette reißen. Die Menschen werden nur äußerst selten angegriffen, aber, und das gehört eben dazu, zu dieser Diskussion, ohne Bejagung durch den Menschen verlieren Wölfe ihre Scheu. Gibt es genügend Beispiele dafür, auch für andere Wildarten, wenn sie die Wildtiere nicht bejagen, dann sind sie auch nicht mehr scheu. Wenn sie keine Jagd mehr machen würden auf Wildschweine, dann würden die hier draußen rumrennen. Das machen sie in Berlin ja auch zum Beispiel. Wenn sie Füchse nicht bejagen in der Stadt, dann sind die auch ganz zutraulich. Das haben wir in Bristol, die kann man mit der Hand füttern.
Mit Hirschen das gleiche. Schweizerischer Nationalpark, da gibt es keine Jagd. Sie können die Hirsche tagsüber auf den Weiden sehen, 20, 50 Meter von ihnen weg, die hauen nicht ab. Sobald sie rausgehen aus dem Nationalpark, gibt es eine Landschaft der Furcht, weil es dort Forstwirtschaft gibt, Landwirtschaft gibt, die Tiere werden bejagt, das kriegen die mit. Und wer es nicht mitkriegt, ist tot. Das ist ganz einfach, das ist Selektion. Die Neugierigen, die dummen Tiere sind alle schon gestorben. In der Koexistenz mit dem Mensch. Und wenn ich jetzt dem Wolf erlaube, Neugierigkeit auszuleben, sich dem Menschen zu nähern ohne Konsequenz, dann wird er das auch sich merken und wieder tun. Deswegen gibt es auch Traditionen, zum Beispiel bei dieser einen Wölfin in Niederrhein, die geht zu den Schafen, frisst die, es geht ihr gut, sie macht das wieder. Es spricht auch nichts dagegen, weil es niemand gibt, der sie daran hindert, das zu tun. Und wenn ich jetzt solche Bilder habe, dass die dann in einem Waldkindergarten dann stehen, dann passieren natürlich Dinge, die man sich nur nicht mal ausmalen möchte, aber die sicherlich früher auch zu diesen ganzen Märchen und Schauergeschichten geführt haben, wo man gesagt hat, Kinder, geht's nicht allein im Wald, weil das ist gefährlich. Weil der Wald ist das Wohnzimmer vom Wolf, bleibt lieber in unserem Wohnzimmer und sei dort sicher. Was habe ich für ein Fazit und einen Ausblick mitgebracht? Deutschland ist ein Wolfsland, das ist einfach so, da brauchen wir nicht drum herum reden und der wird in Deutschland auch bleiben. Und diejenigen, die sagen, ich will das nicht, die haben Pech gehabt. Das ist einfach so und jetzt gilt es, dass wir uns überlegen, wie können wir denn jetzt diese Koexistenz ermöglichen. Für mich ist der Wolf so ein richtiger Gamechanger. Ja? Also der Wolf verändert alles, was wir haben. Ich habe diese Konflikte vorhin angesprochen. Wir werden nicht mehr in dieser Form Nutztiere halten können, wie wir wollen. Wir werden auch nicht mehr in dieser Form jagen können. Wir werden in dieser Form nicht mehr unsere Wildtiere in unserer Kulturlandschaft nutzen und lenken können, das wird nicht mehr funktionieren. Und wir wissen das und wir müssen es eigentlich nur tatsächlich umsetzen. Und wir müssen auch nicht das Rad neu erfinden, sondern wir müssen nur schauen, was machen denn die Leute in Rumänien? Was machen die in Slowenien oder in Kroatien? Das ist ja nicht so weit weg. Da muss man nur schauen, was machen die? Die haben das Glück, da ist der Wolf nicht im Anhang 4, die haben den Anhang 5 und die können Quoten festlegen. Aber Frankreich schafft es ja auch, wo es der Wolf in anderen vier ist, dass sie auch sagen, wir haben eine Obergrenze und die ist 500. Und was mehr ist, wird geschossen. Und das Tolle ist, dadurch wird der Wolf nicht wieder aussterben, sondern er ist da, aber mit einer gewissen Höhe, die der Mensch als akzeptabel ansieht. Aus meiner Sicht muss die Politik jetzt handeln, also sie hätte schon längst handeln müssen. Sie muss den Herdenschutz finanzieren, das ist klar, aber gleichzeitig muss sie dafür sorgen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen sich der Realität anpassen. Der strenge Schutz, der ist nicht mehr notwendig, der ist nicht mehr gegeben und der führt zu unnötigen Konflikten. Dass es Reibereien gibt und dass Frau Friesenbrock zum Beispiel jetzt sagen muss, wir müssen Regeln haben, wie wir uns hier verhalten, zeigt ja, dass da Emotionen da sind und woher kommen die? Weil hier was auseinanderklafft, was nicht zusammengehört. Der Wolf ist ein Wildtier, dem geht's gut. Der ist nicht gefährdet. Und warum sollte man das anders behandeln als ein Wildschwein oder als ein Reh oder ein Hirsch? Auch dort sagen wir lassen nicht zu, dass Schweine überall sind. Wir haben einen Abschussplan für Hirsche, wir haben einen Abschussplan für Rehe und rotten diese Tiere aber nicht aus, sondern machen eine nachhaltige Bewirtschaftung. Und das wird sicherlich beim Wolf auch irgendwann kommen. Noch geht es nicht, weil es rechtlich nicht möglich ist. Aber einige von uns sind noch so jung, dass sie das erleben werden, dass der Wolf genauso wie jedes andere jagdbare Wildtier auch genutzt wird, mit dem Effekt, dass die Koexistenz funktioniert, aber der Wolf nicht wieder aufsteht. Und deswegen braucht es ein Wolfsmanagement und wenn ich das sage, meine ich damit nicht nur schießen, obwohl es viele immer meinen, der Wolf gehört gemanagt. Ja. So Wolfsmanagement bedeutet in allererster Linie, das ist A und O, Herdenschutz. Wenn ich mit einem Wolf koexistieren möchte, muss ich schauen, dass die Konflikte minimiert werden und das schaffe ich vor allen Dingen unter den jetzigen Rahmenbedingungen, was die Rechtssituation angeht, erstmal mit Herdenschutz. Da muss ich reinbuttern und reinbuttern und reinbuttern und 9 Millionen ist nichts. Ja, da muss noch mehr rein, weil der Wolf sich, wie gesagt, jetzt noch nach Hessen und Baden-Württemberg und sonst wohin ausbreitet. Und die Länder können sich ja noch mehr leisten. Das Nord-Süd-Gefälle besteht ja nach wie vor, was die Kaufkraft angeht und auch die finanziellen Möglichkeiten. Das können sich die Bayern und die Baden-Württemberger auf jeden Fall leisten. Deswegen glaube ich, dass wir hier auch über diesen Begriff etwas ganzheitlicher reden müssen. Und dass uns klar wird, dass wenn wir den Wolf managen, dann managen vor allem uns
und die Art und Weise, wie wir leben. Wir müssen uns sicherlich anpassen, aber wir müssen dem Wolf auch zeigen, dass er sich anpassen muss. Und dazu brauche ich eben auch eine aktive Entnahme von jenen Wölfen, die sich so verhalten, wie wir nicht möchten. Und irgendwann, wenn die Population so hoch ist, dass der Lebensraum mehr oder weniger gesättigt ist, dass man dann auch sagt, und jetzt schöpfe ich ab, ohne den Bestand abzusenken, aber den Zuwachs abzuschöpfen. Dann bleibt der Wolf scheu und dann sind die Konflikte auch entsprechend gering. Viel zu dem, was ich jetzt gesagt habe, können Sie nachlesen in zwei Büchern. In dem linken, das ist eher was für die Fachleute, die habe ich heute auch nicht mitgebracht. Da geht es also wirklich um Zahlen und Fakten für wirtschaftlich Denkende, was kosten so ein Zaun und so weiter. Und das ist eher so ein Buch, da haben wir jetzt auch 20 Exemplare mit. Einige haben hier schon eins geschnappt, bevor sie alle weg sind, aber wir haben glaube ich 20 Exemplare mit. Und Frau Wolfen, die da hinten unter dem Balken sitzt, die Leiterin unserer Kommunikationsabteilung, ist so lieb und assistiert heute beim Verkauf. Wechselgeld hat sie genug mit. Und die stehen auch gerne zur Verfügung, da noch was reinzuschreiben, wenn sie möchten. Und freue mich vor allen Dingen jetzt, dass Sie so brav zugehört haben und die Regeln befolgt haben. Aber ich habe Ihnen auch keine Chance gelassen, dazwischen zu rufen. Jetzt trinke ich mal einen Schluck und Sie überlegen sich eine Frage. Ich freue mich auf die Diskussion. Dankeschön.